Autobahnen sind Wirtschaftsadern. Wo sie sich kreuzen, gibt es meist gute Geschäfte, Arbeit und Einkommen. Am Erfurter Kreuz schlägt das Herz der Thüringer Wirtschaft. Wie lebt und arbeitet es sich hier? Jeden Tag ist Randall Fort auf der Autobahn. Seit 38 Jahren als Streckenwart bei der Autobahnmeisterei am Erfurter Kreuz. Man lebt dafür. Das ist mein Leben schon immer gewesen und ich kenne nichts anderes mehr. Früh am Morgen starten er und die anderen Streckenwärter der Autobahnmeisterei mit der Tagesbesprechung. Morgen, Enrico, Streckenkontrolle auf der A4. Kevin, Streckenkontrolle auf der 71. Krasmat, Oliver und Dieter, ihr fahrt in die Baustelle und schneidet dort die Hecke. Dann gutes Gelingen. Auf geht's. Auf geht's. Schönen Tag. Was wird der Tag bringen? Wenn Randall Fort auf der A4 bei Neudietendorf auffährt, liegen viele Kilometer Streckenkontrolle vor ihm. Sein Revier reicht von Gotha bis Jena. 60 Kilometer eine Strecke, praktisch zwei Strecken, 120 plus die Anschlussstellen, Kreuz und das alles. Also bei der Streckenkontrolle fahren wir eigentlich im Schnitt mit 40 km/h, 40, 50 km/h. Wie ihr das, das sind jetzt angezeichnete Leitplankenschäden. Das hat mir jetzt das Gerät gesagt. Und solange wie die nicht repariert sind, müssen wir die jeden Tag wieder bestätigen, damit wir wissen, heute ja, ist noch was. Wenige Meter weiter der nächste Schaden. Am Vorabend hat ein Transporter gebrannt. Nun muss Randolph aussteigen. Jetzt nehme ich den Unfallschaden auf, die Leitplankenschaden und diese Fahrbahnschaden. Den Fahrbahnschaden melde ich dann an den Bauwart weiter. Der übernimmt das dann, leitet das weiter, den Leitplanken, das leite ich dann weiter. Ja, auf den Rundstreifen ist nicht immer lustig, aber was soll's. Wenn ich jetzt draußen irgendwas mache, ist ein Auge immer im Verkehr zugewandt. Angst nicht, aber Respekt muss man haben. Einmal ging es besonders schlimm aus. Mein Kollege, den hatten sie mir 2000 im Mai totgefahren vor der Nase. Das war eigentlich das bitterste Erlebnis in der Arbeit, die ich hier gemacht habe. Das hängt mir heute noch elend an. Die Straßen in Thüringen waren in den 90er Jahren schlecht ausgebaut. Über Nacht explodierten Verkehr und Warenströme. Mitte der 90er Jahre wird das Erfurter Kreuz geplant. Zur A4 von Ost nach West kommt eine neue Autobahn, die A71 von Süd nach Norddeutschland. Und über den Straßen wird die ICE-Trasse von Berlin nach München gebaut. Verkehrsprojekte der deutschen Einheit, die Aufschwung versprechen, auch für die Anliegerorte. Es steht zu vermuten, nach allem, was wir an Frühindikatoren haben, dass Arnstadt eine stärkere, eine schnellere Entwicklung nehmen wird in wirtschaftlicher Hinsicht. So ein Mammutprojekt wäre heute so schnell nicht mehr vorstellbar. Es gab die A4 mit 4 Fahrstreifen. Und in Richtung Süden gab es gar nichts. Und insofern war das ein Quantensprung. Und wenn man mal schaut, in welcher Zeit das damals realisiert worden ist, 3 Jahre zwischen Planfeststellung und Eröffnung dieses Bauwerks, da muss man sagen, Respekt. Und seitdem steht das hier und funktioniert seit 25 Jahren super. Doch was macht man mit einem nagelneuen Autobahnkreuz? Thüringen braucht zur Jahrtausendwende dringend Arbeitsplätze. Firmen wie Porsche und BMW geben Leipzig den Vorzug. Das Areal um das Erfurter Kreuz soll zu einem großen Gewerbegebiet werden. Das muss einer in die Hand nehmen. Den Auftrag bekommt die Landesentwicklungsgesellschaft. Eine große Aufgabe für Andreas Krey und sein Team.
400 Hektar soll er entwickeln. Das ist eine ganz andere Liga als alles zuvor. Der internationale Markt war so, dass die Verteilung großer Produktionswerke anstand, auch aus dem Ausland. Und da gab es eigentlich kein Umhin, wenn man im Standortwettbewerb mit anderen Ländern oder der Welt sich platzieren wollte, musste man mitmachen. Wie soll das Vorhaben gelingen? Auf den Flächen unterhalb der Wachsenburg wird seit jeher Landwirtschaft betrieben. Sigmar Arnold ist hier seit 35 Jahren Landwirt. Sein Land, seine Lebensgrundlage, geriet in Gefahr. Im Großen und Ganzen haben wir dann als Betrieb rund 700 Hektar landwirtschaftliche Ackerfläche, noch dazu den besten Boden, den es hier gibt, verloren. Am Erfurter Kreuz beginnt ein Feilschen um die Flächen. Der Bauer muss sich mit Anwälten und Bodenpreisen beschäftigen. Dass er heute überhaupt noch ernten kann, war lange nicht klar. Bald muss der Raps rein. Die Trockenheit im Frühsommer macht den Pflanzen zu schaffen. Den Bauern drohen deshalb Abzüge. Sigmar Arnold und sein Mitarbeiter machen sich Sorgen um die Erträge. Also hier merkst du die Trockenheit. Was ganz erstaunlich ist, was ich die letzten Jahre beobachtet habe, wir haben sehr kalte Frühjahre. Müssen wir eigentlich noch für die Witterung, die wir bis jetzt hatten, immer noch vorsichtig gesagt zufrieden sein, dass wir das noch runterholen jetzt, gell? Weil der Raps hat ja so schlechte Startschwierigkeiten gehabt dieses Jahr. Mit dem Bau des Erfurter Kreuzes geht es damals für Sigmar Arnolds Landwirtschaftsbetrieb ums Überleben. Seine Äcker mussten Gewerbeland weichen. Wir haben uns dagegen gewehrt. Sowohl die LEG als auch wir als Betrieb haben Gutachter eingeschaltet. Und alle beide Gutachter kamen zu dem Ergebnis, dass für den Betrieb eine Existenzgefährdung vorliegt. Wir haben ja ganz harte Auseinandersetzung mit der LEG ab dem Jahr 2005 gehabt. Als dann das Erfurter Kreuz geplant worden ist, da waren wir in der Lage, dagegen zu halten. Wir hatten langfristige Pachtverträge, die nicht so einfach aufzulösen waren. Und wir hatten Eigentumsland. Das hat unsere Position bei den Verhandlungen mit der LEG gestärkt. Ja, wir haben eine entsprechende Entschädigung bekommen. Aber ein Landwirt tut es ihm weh, wenn er so viel Hektar verliert und auch Leute abbauen muss. Ja, es geht ja einher mit Abbau von Arbeitskräften etc. Das sind schwere Entscheidungen getroffen worden. Auch andere Landeigentümer haben für das Gewerbegebiet Felder verkauft. Freiwillig oder unter Druck. Vielen ist es schwer gefallen. Am Morgen ist auch Ingolf Weinert unterwegs am Erfurter Kreuz. Der Fluggerätmechaniker fährt im Sommer gern mit dem Fahrrad von seiner Arnstädter Wohnung ins Gewerbegebiet. Ich bin ja 65 geboren und lebe und wohne seitdem hier in Arnstadt. Ab Mitte der 90er bis Mitte der 2000er Jahre war in Arnstadt die Arbeitslosenrate sehr hoch. Weil wir hatten kaum noch Industrie hier. Dann wurde ja Gott sei Dank beschlossen, das Gewerbegebiet zu bauen. Ansonsten hätte ich hier auch wegziehen müssen. Alle hoffen damals auf Investoren. Und dann kommt der lang ersehnte Durchbruch. Lufthansa Technik und Rolls-Royce errichten gemeinsam in Arnstadt ein Wartungswerk für Triebwerke. Das N3. Da knallen die Sektkorken bei den Wirtschaftsförderern. Dann gleich so bekannte Namen, Lufthansa, Rolls-Royce als Joint Venture ein N3 hierher zu bekommen, das war schon ein bisschen Ritterschlag. Ja, weil es war ja auch die ganze Politprominenz war hinterher. Wir haben im Standortwettbewerb mit Dahlwitz in Brandenburg gearbeitet. Der Bundeskanzler Schröder, die Queen waren eingeschaltet. Also richtig Story. Ja. Und wir als kleines Bundesland gewinnen, da waren wir also erstmal mächtig stolz. Und dann haben alle gesagt, Mensch, die können das ja in Thüringen. Spatenstich bei Kälte und gefrorenem Boden für die größte Industrieansiedlung seit Jahrzehnten. Grundsteinlegung 2006. Die Lage war dafür auch ausschlaggebend. Ein ehemaliger Ministerpräsident hat mal gesagt, wenn man eine Deutschlandkarte faltet, einmal lang, einmal quer, auseinander und dann sieht man, wo Thüringen liegt, nämlich genau in der Mitte. Und das klappt auch mit der Europakarte. Also das ist schon wichtig, ja, weil man kurze Wege am Ende des Tages doch innerhalb Europa und in Europa werden alle Triebwerke getrackt, da wird nichts geflogen, ist das schon ein großer Vorteil.
Damals ist der Arnstädter in Golf Weinert gerade in den USA auf Montage. Er hört von der Ansiedlung in seiner Heimatstadt und hofft auf einen der 600 Jobs, wie 10.000 andere auch. Nach einem Klick Ingolf Weinert über ein verrücktes Bewerbungsgespräch und die ganze Erfolgsgeschichte der Region zwischen Erfurt und Arnstadt. Kreuz Erfurt, Wirtschaftsmotor an der Autobahn. Jetzt weiterschauen in der ARD Mediathek.